Hallo. Wer bist denn du? Ich bin der Salou und ich freue mich für alle, die dieses Video angucken. Und heute ich zeige euch, wie man mit beiden Beinen aufspringt und einfach aufpassen, dann lernt ihr was dazu. So, das ging wahrscheinlich ein bisschen zu schnell, deswegen ein bisschen langsamer. Einfach nach hinten gucken. So, was war das Entscheidende? Wichtig beim Aufsprung, immer darauf achten, wenn man den ersten Fuß ansetzt, beginnen von der Ferse zum Zehenspitz. Und wenn ich mich mit einem Fuß am Zehenspitz befinde, drücke ich mich mit dem zweiten wieder am Zehenspitzen ab. Ich mache das nochmal mit dem Ball. Langsam, ich komme an, abrollen, Zehenspitz. Und sobald ich an Zehenspitz angekommen bin, kommt der Sprung. Schönes Danke weiter. So, eine Übung, ohne Ball natürlich. Wir versuchen, das Abrollen richtig zu erlernen. Das heißt, von den Fersen heraus schön diesen schönen Bogen nehmen und hier wieder auf Zehenspitz abdrücken. Das heißt, von hinten sieht es so aus. Zack. Und drückt nach oben. Wichtig, Armarbeit. Durch die Armarbeit habe ich eine bestimmte Spannung und zusätzlichen Schwung. Zack. So, und dann kommt ihr da. Und ein Tipp, Oberkörper nach oben strecken. Das heißt, schön aufschwingen, zack, und beim Hochspringen Oberkörper drauf. So, jetzt die Übung. Wir fangen mit dem linken Fuß an. Lassen einfach schön nach vorne abrollen, von den Fersen auf Zehenspitze und mit dem zweiten Zehenspitze und abdrücken. So. Wer sich noch nicht festhalten kann, es reicht vollkommen, wenn ich mich mit einer Hand, am besten wenn ich mit dem linken Fuß anfange, mit dem rechten Hand berühren, mit dem rechten Fuß, mit dem linken Hand berühren. So, wir fangen mit rechts an, rollen ab, kippen drauf an. Andere Seite, linker Fuß ist oben, rollen ab, drauf tippen. Wichtig bei dieser Übung, fünfmal durchführen, pro Bein. Das heißt, ich stelle mich hin. Zack. Links, schon wieder. Zack. 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 Und dann letztes Mal. Zack. Das gleiche nochmal mit rechts wiederholen. Einen kleinen Versuch. Rechts hinstellen. Nach vorne. Fertig. Und wer schon besser beherrscht, wunderbar, auf wenige. Diesmal mit beiden Füßen. Wir drücken uns mit beiden ab und versuchen, entweder mit rechts zuerst oder mit links anzukommen. Ich fange jetzt mal mit links. Zack. Mit rechts. Zack. So, das war's. Ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben. Bin ein bisschen erschöpft. Einfach diese Seite weitergeben. Und als Zusatz, wie funktioniert eine Loop? Aufpassen. So. Die erste Übung bitte 5 Tage üben. Am besten diese Woche. 4 Tage reichen auch, aber dann 15 bis 20 Minuten Übungen habt ihr schon gesehen. Nächste Woche kommt dann der Loop. Peace. Hallo, da bin ich wieder. Heute üben wir einen Loop. Sprung mit beiden Beinen. Ich hoffe, jeder von euch hat das schon mal geübt. 5 Tage. Nicht viel. Ey, nicht lachen.